Freddy Rode in seinem Element. Die fröhlichen Farben sind Ausdruck seiner wiedergewonnenen Lebenslust. Dafür, dass der 76-Jährige endlich wieder hören kann. Dank eines Cochlea-Implantates, einer Elektrode in seiner Hörschnecke, die akustische Informationen an das Gehirn schickt. Entschuldigung, aber es ist für mich ein neues Leben. Es ist so, dass die Sonne wieder scheint. Freddy Rode konnte von seiner Kunst leben. Er war erfolgreich und wollte sich von gesundheitlichen Einschränkungen nicht bremsen lassen. Auch nicht von seiner Schwerhörigkeit, die im Laufe der Jahre immer extremer wurde. Verursacht wurde sie vermutlich durch mehrere Hörstürze. Mit 44 war das ungefähr. Da bin ich innerhalb von wenigen Tagen auf dem rechten Ohr taub geworden. Über die Jahre hat sich das dann auch auf das linke Ohr ausgebreitet, bis ich jetzt die letzten Jahre die stärksten Hörgeräte hatte, die es gab. Aber auch die nützen nichts mehr. Der Künstler wurde taub und immer einsamer. Seine Werke waren beliebt und er war beruflich erfolgreich. Dennoch fühlte er sich ausgegrenzt. Sie können sich nicht beteiligen an dem Gespräch, an dem, was stattfindet, weil sie gar nicht wissen, worum geht's. Dass man sagt, ja, der versteht mich ja sowieso nicht oder der hört sowieso nicht zu oder kann nicht zuhören. Und man wird dann so links liegen gelassen, das ist sehr verletzend. Auch seine Frau Karin belastete die Schwerhörigkeit ihres Mannes sehr. Die beiden konnten sich immer weniger austauschen. Besonders seit dem letzten Hörsturz vor einem Jahr, der ihn fast vollständig ertauben ließ. Wollen wir erst was essen und dann? Ja, dann wurde es still um uns. Dann war ich traurig, er war traurig und es war eine ganz, ganz blöde Zeit. Heute kann Freddy Rode wieder gemeinsam mit seiner Frau und Freunden lachen. Nach dem letzten Hörsturz war die Entscheidung für ein Cochlea-Implantat schnell getroffen. Vor 3 Monaten wurde es in einer Hamburger Klinik implantiert. Das zweite soll in wenigen Monaten folgen. Das Implantat übernimmt die Funktion der feinen Sinneshärchen im Ohr. Es reizt den Hörnerv elektrisch und macht dadurch das Hören wieder möglich. Indem das Signal aufgenommen wird, das passiert hier aus einem Sprachprozessor, dieses Signal wird umgewandelt in elektrische Informationen, zum Implantat weitergeleitet und vom Implantat ausgehend das Elektrodenkabel durch den Knochen bis in die Hörschnecke hinein und dann auf den Hörnerven übertragen, der diese Informationen weiterleitet ans Gehirn. Das Signal wird dann vom Gehirn entschlüsselt. Dieser künstliche Impuls hört sich jedoch ganz anders an als der natürliche in einem gesunden Ohr. Das Gehirn muss quasi eine neue Sprache erlernen. Für Freddy Rode ein mühsamer Prozess. Das sehen wir jetzt hier schön in der Seitansicht. Als wenn man in einer Büchse, in einer großen Tonne sitzt und sich unterhält. Es schallt und es ist alles blechern und hart. Ja, so wie jetzt hart ist also ganz, ganz furchtbare Töne. Und so steht für Freddy Rode nach dem Termin mit seinem Arzt auch wieder ein Test beim Audiologen an. Der kennt die Schilderungen des blechernen Sounds nur zu gut. Also zu Beginn könnte sich das mit dem Cochlea-Implantat so anhören. Durch Hörtraining und Gewöhnung verbessert sich der Klang aber, sodass es sich zum Ende hin auch natürlicher anhört. Wie hier jetzt. Das Flugzeug ist gestartet. Der Audiologe kann im Sprachlabor auch ermitteln, welche Frequenzen im Implantat verstärkt werden müssen. Der Weg zu einem natürlichen Hörverständnis. Prinzipiell ist das Gehirn am Anfang ja völlig überfordert mit diesen künstlichen elektrischen Reizen. Es ist ja sonst anders mit den Haarsinneszellen zu hören. Und durch Gewöhnung und Training lernt man halt dann die Wörter besser auch zu verstehen und dass sie dann irgendwann einfach auch natürlicher wieder klingen und besser verstanden werden können. Zu Hause übt Freddy Rode mit seiner Frau Karin. Gemeinsam trainieren sie das Hörverständnis, also die Unterscheidung verschiedener Laute. Durch das Cochlea-Implantat hat er etwas zurückbekommen, was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, die Fähigkeit zu hören.